Ein Rentner als Wachmann. Alltag in Deutschland. 760.000 Senioren müssen arbeiten gehen, weil sie von ihrer Rente nicht leben können. Ja, ich bin Rentnerin, bekomme eine sehr niedrige Rente und darum bin ich einfach gezwungen, nebenbei was zu verdienen. Du kriegst nur Absage, Absage, Absage. Ich sehe immer die positive Seite. Ich versuche das immer und ich versuche immer wieder was zu machen. Rentner auf Jobsuche. Längst Normalität. Also ich bin sehr flexibel. Sehr, aber wirklich sehr flexibel. Ja, natürlich bin ich flexibel. Muss ich ja sein. Renten, von denen keiner leben kann, das ist die Zukunft. Vor allem für Menschen aus dem Niedriglohnsektor. Die Angst davor, dass es nicht mehr geht, ist da auf alle Fälle. Wir haben mit Sicherheit nicht jeden Tag die Worte dafür. Aber ich denke, dass es uns alle betrifft in der nächsten Zeit. Und jeder hat Angst davor, dass es schlechter wird. Arm trotz Rente. Niedriglöhne und die Folgen. Jetzt in der ZDF-Reportage. Helga Zeitz ist eine aktive 71-Jährige, die ihr Leben anpackt. Das muss sie auch, denn von ihrer Rente allein kann sie kaum leben. Sie liebt Hunde, aber den Spaziergang mit gleich dreien macht sie nicht aus reiner Freude. Sie jobbt, so oft es geht, als Hundebetreuerin. Als Dog-Sitterin. Ganz aufgeregt ist er. Also. Das ist Yoshi und das ist die dicke Tinker. Ah, stimmt. Über 35 Jahre hat Helga Zeitz in die Rentenkasse eingezahlt. Erst als Angestellte, dann als Selbstständige. Heute bekommt sie gerade mal 466 Euro ausgezahlt. Irgendwann war der Alleinstehenden klar, sie muss auf Jobsuche gehen. Das hat so funktioniert, dass ich einfach von anderen Damen, die auch Single sind, so in der Nähe von Hamburg, du Helga, du hast doch jetzt nichts, versuch das doch mal mit Dog-Sitting. Dann habe ich gesagt, ja, okay, mache ich, versuche ich mal. Dann habe ich Anzeige aufgegeben, liebevolle Hände und so weiter, Hunde. Und dadurch ist das im letzten Jahr entstanden. Viel verdient sie dabei nicht. Ein paar Euro, mehr oder weniger ein kleines Taschengeld. Doch hier in Worpswede hält sich die Jobauswahl für die 71-Jährige in Grenzen. Ich hatte mal hier ein Angebot als Verkäuferin, als Textilverkäuferin. Aber das hat nicht geklappt. Warum, wieso, weshalb, weiß ich nicht. Ja, und Worpswede ist ja nun zwar ein Touristenort, aber mehr Gastronomie und Malen und so weiter. Und ja, da ist es eben schwieriger. Doch die gebürtige Hamburgerin lässt sich nicht unterkriegen. Ihr macht das Jobben sogar Spaß. Helga Zeitz zahlte immer in die Rentenkasse ein. Erst als Bürokauffrau, dann weiter als Selbstständige. In den 80ern eröffnete sie einen Kleiderladen auf Norderney. Ihr Rentenberater hatte ihr damals versichert, sie würde im Alter 1200 Mark Rente bekommen, also etwa 600 Euro. Es wurden nur 466. Ich bin jetzt nicht, dass ich sage, den Kopf in den Sand stecke und sag so, jetzt geht's nicht mehr weiter, sondern ich sehe immer die positiven Seite. Ich versuche das immer und ich versuche immer wieder was zu machen. Jetzt sehe mit dem Hund, sehe jetzt die Vorstellung da und ich habe einfach so viele Ideen, auch kreative Sachen, wo ich sagen könnte, ja, vielleicht gibt es mal eine Gelegenheit, dass ich irgendwie es wieder machen könnte. Die Wohnung ist schön, geräumig, aber teuer. 450 Euro Miete. Das konnte Helga Zeitz nur aufbringen, weil sie sich die Wohnung mit einer Bekannten teilte. Doch dann zog diese aus beruflichen Gründen fort. Jetzt muss die Norddeutsche die Miete alleine stemmen. Chancenlos. Helga Zeitz ist eine praktisch veranlagte Frau und organisierte sich schnell eine neue WG-Partnerin. Ich räume das Zimmer frei für eine sehr gute Freundin von mir, die jetzt von Berlin hier zu mir zieht. Erstens, weil sie sich hier sehr wohl fühlt in Worpswede und weil ich ja auch dadurch die Hälfte der Miete bekomme. Und das ist für mich wichtig. Wer zu wenig Rente bekommt, muss sich etwas einfallen lassen. Jobben, untervermieten, auf jeden Fall irgendwoher ein bisschen Geld reinholen. Auch das Ehepaar Sticher aus Ravensburg hat sich sein Rentnerleben anders vorgestellt. Das Geld reicht hinten und vorne nicht. Elisabeth Sticher ist seit 2 Jahren pensioniert.
Ihr Mann Reinhold musste vor einem Jahr aufgrund eines Schlaganfalls mit 59 Jahren aufhören zu arbeiten. Daher bekommt er nur eine deutlich reduzierte Rente. Wollen wir das? Ist doch gar noch billiger, günstiger. Früher ich mir mal reif, ja. Ach komm, probieren wir mal das, probieren wir mal jenes. Einfach mal versuchen, wie das überhaupt dann schmeckt. Und wenn man dann den Preis sieht, nö, das lassen wir. Der Einkaufszettel ist kurz geworden. Zusammen haben sie 1.250 Euro Rente. Die Hälfte davon geht in die Miete. Da müssen Preise verglichen und Sonderangebote sondiert werden. Vor ihrer Rente lebten die Stichers sorgenfrei. Finanziell fehlte es ihnen an nichts. Früher waren sie viel unterwegs, heute fehlt dafür das Geld. Mit wenig Geld fällt es schwer, soziale Kontakte zu pflegen. Die Stichers fühlen sich ausgeschlossen. Wenn es dir finanziell nicht gut geht, hast du sehr wenig Freunde. Und das ist das Traurige, wenn man nur nach dem bemessen wird. Nur der Mensch selber zählt nicht. Ich sage eine Handvoll wirkliche Freunde. Egal, ob man jetzt was hat oder nicht, die sind für einen da. Und die muss man abzählen. Und da muss man dankbar sein, dass sowas überhaupt noch gibt. Ihr Leben ist sehr ruhig geworden, spielt sich hauptsächlich vor dem Fernseher ab. An die Rente, an mögliche Armut im Alter denken Jüngere nicht gerne. Heike Log hat genug mit der Organisation des Alltags zu tun. Sie arbeitet Fulltime als Friseurin. Die Kinder werden bei der Schwägerin untergebracht. Guten Morgen. Hallo. Sehr schön, dass du die beiden wieder nimmst. Ja, ja, wir sind jetzt ein eingespieltes Team. Und nachher sehen wir uns. Ja, ihr beiden? Tschüss, Mama. Tschüss. Cool. Friseurinnen sind hier in Brandenburg Niedriglohnempfänger. Deshalb muss die 47-Jährige trotz der Kinder ganztags arbeiten. Anders geht es nicht. Die Zeit wäre natürlich schön, wenn man viel mehr Zeit hätte für die Kinder. Da kommt dann das schlechte Gewissen hoch, ist auch wahrscheinlich das, was uns so zu einem kleinen Mechanismus treibt. Also es muss einfach gehen und wir müssen unseren Kindern ja auch zeigen, dass es geht und nur so geht. Wer wenig verdient, bekommt später wenig Rente. Der Weg in die Altersarmut ist vorgezeichnet. Heike Log arbeitet fast 40 Stunden in der Woche und geht mit einem Gehalt von 1.000 Euro nach Hause. Ihr Mann verdient als Bauarbeiter ungefähr genauso viel. Die Friseurmeisterin Heike Log leitet den Friseursalon. Trotzdem bleibt nicht viel übrig. Hallo Steffi. Hallo. Hallo. Heike Log liebt ihren Beruf, ist engagiert, motiviert und mit viel Spaß bei der Sache. Die Friseurmeisterin hat viele Stammkunden, zu denen sie über die Jahre ein freundschaftliches Verhältnis aufgebaut hat. Du möchtest in den Urlaub? Und wir machen einen Haarschnitt. Als Kunde ist man froh, wenn man schick frisiert nach Hause geht. Über die niedrige Bezahlung der Dienstleistung macht man sich da keine Gedanken. Heike Log grübelt über die Zukunft. Also ich habe mir mal ein Ziel gesetzt, dasselbe zu machen wie meine Mama. Genauso fleißig zu sein, fällt mir nicht wirklich schwer. Und mein Beruf macht mir eben ganz so Spaß. Also die Vorstellung, dass ich das nicht mehr machen könnte, wäre für mich ganz schlimm. Und die Vorstellung, dass man noch weniger verdient dabei, wäre für mich eine ganz andere Sache. Also da würde ich dann wahrscheinlich doch das erste Mal drüber nachdenken, dass es dann nicht mehr geht. Weil die Angst davor, dass es nicht mehr geht, ist da auf alle Fälle. Wir haben mit Sicherheit nicht jeden Tag die Worte dafür. Aber ich denke, dass es uns alle betrifft in der nächsten Zeit. Und jeder hat Angst davor, dass es schlechter wird. Ja, sicherlich. Angst doch vor der Altersarmut. Denn wenn man nachher irgendwo nicht mehr arbeiten geht und seinen Lebensstil komplett ändern muss, ist natürlich schwierig. Na denn, bis zum nächsten Mal. Die Friseurmeisterin versucht positiv in die Zukunft zu schauen. Was bleibt ihr auch anders übrig? Sie freut sich über ihre treuen Kunden und arbeitet Tag für Tag weiter. Wer von wenig Rente leben muss, der überlegt sich genau, wo er sparen kann. Die hochwertige Küche hat ihr die ehemalige Mitbewohnerin überlassen.
Helga Zeitz muss sich einschränken, selbst bei Lebensmitteln. Üppiges Einkaufen ist da nicht drin. Doch die Rentnerin ist genügsam. Das Sparen am Essen fällt ihr relativ leicht. Doch es fallen auch so Monat für Monat genügend feste Kosten an, die von 466 Euro Rente bezahlt werden müssen. Frau Zeitz, wie schaffen Sie es mit Ihrer Rente, die Miete, das Auto, überhaupt so Ihr Leben zu finanzieren? Ja, wie ich das schaffe, das weiß ich manchmal selber nicht. Aber da ich mir etwas erspart habe, aber auch Erspartes geht dem Ende zu. Und deswegen mache ich mir natürlich Gedanken um die Zukunft. Und ich muss mich eben sehr einschränken. Und ja, das ist einfach sich meine Hauptsache, Einschränkung. Also eben nur das kaufen, was erforderlich ist. Ich mache mir halt Gedanken und Sorgen um später. Das ist es eben, ne? Die Rentnerin ist ständig auf Jobsuche. Sie kümmert sich um hilfsbedürftige Senioren, sie durchforstet Anzeigen und stellt sich überall vor, wo sie einen Job wittert. Heute hat sie einen Termin in einem Haus für Senioren. Guten Tag, hallo. Hallo, Frau Deutsch. Sie sind Frau Zeitz. Ja, ich bin Frau Zeitz. Wir haben miteinander telefoniert. Ja, endlich. Ja, wunderbar. Ne? Jetzt sehen wir uns endlich. Ja, genau. Am besten nehmen Sie sich diesen Stuhl. Sie möchten Ihnen meine Dienste für Ihre Senioren zur Verfügung stellen. Oder für irgendeinen zur Verfügung stellen. Das heißt, ich übernehme Betreuung oder alles, was, das, was Sie haben, ja, was ich eben so machen kann. Ja. Und möchten Sie das ehrenamtlich tun? Eigentlich kann ich mir das nicht leisten, weil ich ein bisschen was verdienen muss. Ja. Ich denke mir das so, dass ich bei Ihnen jemand melde und sagt, haben Sie nicht jemanden? Und von der Dame kriege ich jetzt so 8 Euro die Stunde und 2 Euro fürs Benzin. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt davon reich werden will, sondern einfach, ich möchte die Entschädigung. So einen kleinen Nebenverdienst. So ist es. In der Seniorenbegegnungsstätte werden immer mal wieder Leute gesucht. Es geht um Hilfe bei der Betreuung der Senioren, um organisatorische Aufgaben, um einfache Dienste. Helga Zeitz weiß, sie muss nehmen, was sie mit ihren 71 Jahren noch bekommen kann. Sie ist offen und pragmatisch, auch wenn es gilt, Bücher zu sortieren. Dieses hier wäre auch ein schönes Engagement wert. Wir kriegen unheimlich viele Bücher gespendet. Also ich bin sehr flexibel. Sehr, aber wirklich sehr flexibel. Ja, natürlich bin ich flexibel, muss ich ja sein. Je flexibler ich bin, desto mehr kommt auch auf mich zu. Dann gehen wir noch mal rüber, dann schreibe ich mir das noch mal auf, wozu Sie alles Interesse haben. Alles. Ja. Alles. Auch Elisabeth Sticher versucht, einen Job zu finden. Na, da muss ich wieder schwere Sachen heben. Und das ist nichts. Praktikerin Weigarten. Regalservice. Stellen für die 65-Jährige sind rar. Aus gesundheitlichen Gründen kommt nur Heimarbeit in Frage. Sie hat ihr Leben lang als Arbeiterin in der Elektrobranche Geld verdient und über 30 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt. Ah, guten Tag, Frau Blochy. Da ist Sticher. Ich wollte mal fragen, an wen ich mich wenden muss wegen Heimarbeit. Keine zu vergeben. Und ja, ich bin Rentnerin. Ich bekomme eine sehr niedrige Rente und darum bin ich einfach gezwungen, nebenbei was zu verdienen. Definitiv nicht. Keine Chance. Okay, ich bedanke mich. Wieder. Du kriegst nur Absage, Absage, Absage. Und alles andere, was da drin ist, kannst du vergessen. Ich habe früher nie dran gedacht, im Alter noch mal arbeiten zu müssen. Ich habe mir meinen Ruhestand schön vorgestellt. Einfach mal eine Busfahrt machen. Gibt es ja auch sehr viele Angebote, sehr verlockende Angebote. Aber das bleiben Träume. Reinhold Sticher war früher Leiter im Innendienst einer Solarfirma. Verdiente gut und zahlte über 40 Jahre in die Rentenkasse ein. Durch seinen Schlaganfall hat sich alles verändert.
650 Euro beträgt seine Frührente, 603 Euro erhält seine Frau. Die Folge, trotz Krankheit muss er arbeiten gehen. Das ist irgendwie ein Zwang. Weil es gibt Tage, wo es mir nicht so gut geht. Aber ich muss ja trotzdem arbeiten gehen, weil sonst kommen wir ja finanziell nicht über die Runden. Allein die Mietwohnung verschlingt die Hälfte der Rente. Doch ein Umzug kommt für die beiden nicht in Frage. Das Grab der verstorbenen Tochter liegt in der Nähe. Sie sind wütend über ihre Lebensumstände. Ja, es ist Frust, Enttäuschung und Unverständnis, wie man Menschen, die halt in Rente sind, behandelt, obwohl sie ein Leben lang für den deutschen Staat gearbeitet haben, ist das irgendwo nicht nachvollziehbar. 45 Stunden im Monat auf 400-Euro-Basis darf Reinhold Sticher maximal arbeiten. Sonst kürzt ihm der Staat die Rente. Unter der Woche ist er als Kurierfahrer tätig. An den Wochenenden arbeitet er als Wachmann. In Brandenburg versucht Heike Log, die alten Spielsachen der Kinder zu verkaufen. Hier im Second-Hand-Laden kauft sie auch für ihre Kinder ein. Niemand kann so toll staubsaugen. Ich werde dich engagieren. Genau. Vieles, was auf Kommission angenommen wird, wird zum Glück für Heike Log später auch verkauft. Und doch bleiben viele Wünsche der Kinder unerfüllt. Was? Das große Auto? Das kostet auch viel. Das kostet alles ganz viel Geld, Martin. So was Großes können wir jetzt nicht. Zu groß. Wenn die Raten fürs Haus, wenn Essen und Versicherungen bezahlt sind, dann ist nicht mehr viel übrig für die Familie. Wie viel geben Sie denn so im Monat für Ihre Kinder aus? Beziehungsweise wie viel können Sie ausgeben? Tja, also so an Garderobe, sag ich mal im Schnitt, wenn man immer dabei bleiben möchte, alles ganz sein soll, vielleicht 30, 40 Euro. Und die 30, 40 Euro sind aber für beide Kinder? Die sind meistens für beide Kinder, aber eben nicht immer. Bei dem Großen bald nicht mehr. Da wird's mehr, auf alle Fälle. Und was bleibt da für Sie übrig, für Garderobe? Da denke ich nicht wirklich drüber nach. Was muss denn passen? Was macht man denn so, dass es passt? Wichtig ist, dass man da nicht in irgendwelche ganz extrem engen kommt. Ansonsten gibt's halt nichts. Schulausflüge oder andere Sonderausgaben für die Kinder fallen schwer. Wochenende. Das sieht bei den Logs genauso aus wie bei fast allen Familien mit Kindern. Anfeuern auf dem Fußballplatz. Der 10-jährige Timmy spielt mit Begeisterung. Und Fußball im Verein kostet hier in Brandenburg zum Glück nicht die Welt. Für Frank und Heike Log ist es wichtig, dass es den Jungs an nichts fehlt. Noch leben sie im Hier und Jetzt. Wie es später finanziell mal aussehen wird, darüber machen sie sich wenig Gedanken. Geld soll nicht die Hauptrolle im Leben der Familie spielen. Das gilt vor allem bei der Erziehung der drei Kinder. Uns ist es ganz wichtig, dass das Ganze nicht so einen extrem kommerzbezogenen Rahmen hat, dass das Kind in Ruhe groß werden kann und auch Fußball spielen darf, nicht unbedingt muss und dass es bezahlbar ist. Das funktioniert eigentlich noch, dass das noch nicht so kommerzbezogen ist. Momentan, das kommt vielleicht noch später, denke ich mal, wenn er dann mal älter wird und in der Schule dann nicht richtig losgeht. Wahrscheinlich. Ich wurde so erzogen, dass man nicht alles bekommt, was man möchte. Und wenn ich etwas wollte, dann habe ich es mir selber erarbeitet. Ich habe es mir selber finanziert und musste eben auch lange für sparen. Aber wenn ich es dann hatte, war es umso schöner. Das Spiel knapp verloren. Schwer für den angehenden Fußballprofi. Na ja, da habt ihr euch ja gut geschlagen diesmal. Nächste Mal auch. 2-3. Helga Zeitz besucht ihre Freundin Eva Elias in Hamburg. Die beiden kennen sich schon lange und freuen sich über jedes Wiedersehen. Hallo Eva, anstatt Hannes. Blöde. Guten Tag. Gute Fahrt gehabt? Ja, also ganz toll. Ich bin glücklich.
fahren wir zur Tankstelle, ja? Doch so gern sich die beiden auch treffen, Helga Zeitz muss überlegen, ob sie ihre Freundin in Hamburg besuchen kann. Die Rente zwingt sie zum ständigen Rechnen. Alter, meine Güte nochmal, je öller, je doller, oder wie heißt das so schön? Nee, immer ein hohen Alter. Die Strecke von Worpswede nach Hamburg ist kurz, das Benzin aber wird immer teurer. Deshalb haben die beiden auch einen Deal. So, Eva, willst du reingehen, bezahlen oder soll ich das machen? Willst du mir dein Portemonnaie geben? Okay, danke. Der Freundin geht es finanziell besser, also bezahlt sie für Helga Zeitz den Sprit. Da wir uns ja schon sehr lange kennen und sie es gerne macht und ich sie auch dabei immer ein bisschen betreue und so weiter, habe ich an für sich ein gutes Gefühl dabei. Auch das gemeinsame Essen geht auf die Freundin. Eva Elias war bei der Stadt angestellt. Ihre Rente ist gut. Frau Elias, nehmen Sie Platz. Bitte schön, Frau Zeitz. Bitte schön. Helga Zeitz kann von der Rente ihrer Freundin nur träumen, obwohl die 71-Jährige über 35 Jahre regelmäßig eingezahlt hat. Ich habe jetzt fast über 35 Jahre, immer regelmäßig. 15 Jahre davon war ich Angestellte und später war ich selbstständig. Und habe je nach Lage mehr oder weniger immer eingezahlt in meine Rentenversicherung. Immer. Also ohne Unterbrechung. Und mal, wenn ich viel eingenommen habe, dann habe ich mehr eingezahlt. Wenn ich weniger hatte, habe ich eben weniger eingezahlt. Also ich finde es schon, ja, fast unmöglich, so etwas. Die ganze gesamte finanzielle Situation und Lage der Rentner in bestimmten Berufen, die in bestimmten Berufen gearbeitet haben, die finde ich ganz, das ist abstrus, das ist überhaupt unvorstellbar, finde ich das. Wenn jemand 40 oder 45 Jahre gearbeitet hat und er muss hinterher putzen gehen oder Hunde hüten oder was weiß ich. Helga Zeitz ist froh, dass ihre Freundin die Kosten des Ausflugs übernimmt. Bei den Stichers läuft es nicht so rund. Heute bekommt das Paar Besuch von der Caritas. Rosemarie Duelli ist gekommen, um die beiden moralisch zu unterstützen. Die Zeitung ist bereits abbestellt. Sie sparen, wo es geht. Doch es reicht nach wie vor nicht. Frau Sticher, wie geht's Ihnen denn jetzt nach unserem letzten Gespräch? Oh, ja, wie gesagt, ich habe jetzt versucht, Heimarbeit zu finden. Ja. Aber jetzt ist wieder eine Nachzahlung gekommen vom Strom. Ja. Und ich weiß nicht, die ist wieder so hoch. Keine Ahnung, warum die so teuer ist. Und wir können es einfach nicht bezahlen. Mhm. Ja, ich glaube, mit der Altersarmut sind wir noch nicht an der oberen Grenze angekommen. Wir sind erst am Anfang und ich glaube, wir haben auch noch nicht ganz begriffen als Gesellschaft, dass wir insgesamt uns eine andere Lebensart angewöhnen müssen. Rosemarie Duelli hat ein offenes Ohr für die Sorgen der Rentner. Sie gibt den beiden Tipps zum Sparen, erklärt, wo sie noch finanzielle Hilfe beantragen könnten. Im nächsten Jahr will Reinhold Sticher versuchen, seine Erwerbsminderungsrente in eine normale Altersrente umzuwandeln. Große Chancen allerdings wird sein Antrag nicht haben. Heute hat eine Freundin das Paar abgeholt. Sie sind an den Bodensee gefahren. Die Stichers wohnen nur 20 Kilometer vom See entfernt und waren doch seit einem Jahr nicht mehr hier. Die Benzinkosten sind ihnen zu hoch. Jetzt zählt nur der Augenblick. Das ist irgendwie macht das innerlich glücklich. Das lässt einem einiges Schwere vergessen und fühle mich echt gut. Es sind die kleinen Dinge, die zählen. So ein Spaziergang in der Sonne hält den Alltag auf. Den anderen sagen, wer das alle gemacht hat. Heike Loh kümmert sich auch als Friseurin um das Haar ihrer Tochter. Katharina ist aus erster Ehe und sieht ihre Mutter nur selten. Beide Frauen arbeiten viel.
Doch bereits mit 23 Jahren verdient Katharina einiges mehr als ihre Mutter. Sie ist Industriemechanikerin, fertigt am Band Teile für die Autoindustrie. Ihre Branche boomt. Um die Zukunft macht sie sich trotzdem schon Gedanken. Also ich mache mir die Gedanken zur Altersvorsorge schon in dem Sinne, dass die Politiker uns jedes Mal berichten, wie es später um uns steht. Und wir sind damit aufgewachsen. Also uns wurde es auch in der Schule schon gesagt, ihr werdet es später mal nicht ganz so gut haben. Es sind viele ältere Leute, also wir haben eine alte Generation sozusagen. Es kommen wenig Junge nach. Also müssen die Jungen noch mehr arbeiten, um die Rente für die Älteren zu verdienen. Und ja, wer verdient denn für uns später die Rente? Das ist also ein schwieriges Thema. Nee, die sind total süß und saftig. Die schmecken ganz toll. Heike Log ist froh, dass sich ihre Tochter so selbstständig um die Zukunft kümmert. Als sie selbst 23 Jahre alt war, hatte sich die Friseurin solche Gedanken nicht gemacht. Doch heute sieht die Welt anders aus. Das Haus hat Frank Log als Handwerker selbst gebaut. Alle seine Kräfte und sein Geld hat er in das Zuhause gesteckt. Es muss abbezahlt werden und dann soll das Haus irgendwann die Zukunft sichern. Ich selber habe Respekt davor, ob ich es schaffe. Bis 67 als Friseur am Stuhl, ob ich das auch alles noch so schön mache. Ganz ehrlich, also ich glaube, dass ich das ablehne. Bis dahin irgendwas zu finden, was man zusätzlich macht, was einem Spaß macht, dass man es auch ausarbeiten kann, kann ich mir noch nicht vorstellen. Ja, und bei mir ist es relativ genauso. Ich arbeite ja auf dem Bau. Und da kann ich mir auch schlecht vorstellen, dass ich bis 67 da richtig durchziehen kann, volle Pulle. Also weiß ich nicht. Das muss man sehen, wie sich das dann entwickelt, wie man selber fit ist. Hm. Schauen wir. Aber auch wenn die Raten für das Haus wegfallen, müssen die Lebenskosten finanziert werden. Da die beiden im Niedriglohnsektor arbeiten, wird ihre Rente sehr gering ausfallen. Das Kind zu Sildo. Ja, was heißt vorgesorgt? Also, wir gehen mal jetzt davon aus, dass wir hier unser Haus haben. Und das zahlen wir jetzt halt regelmäßig ab. Und wenn das irgendwann mal fertig ist, sag ich einfach mal, ist das unsere Vorsorge. Mehr oder weniger. Also, weil von dieser ganzen Rentenversicherungsgeschichte, da halte ich selber nicht viel von. Da hängt so viel Unsicherheit mit drin. Also, das ist ein Hin und Her. Im Grunde genommen weiß man nicht, ob man es überhaupt jemals ausgezahlt kriegt. Das Geld braucht man jetzt. Ich habe es nicht über. Bei mir läuft über die Firma ein kleines bisschen. Das wird mir nicht viel weiterhelfen. Vielleicht mal für einen Zahn. Aber ansonsten, ja, mache ich mir da nicht so sehr viel Hoffnung. Und wenn ich es auch nicht bis zum Schluss schaffe, weiß ich auch nicht, ob diese Rente überhaupt zustande kommt. Ja, aber machen muss man. Man muss versuchen. Aber eine große Lebensversicherung oder so ist im Moment gar nicht drin. Versicherung muss man haben fürs Haus, für die Kinder, für Unfall und hast du nicht gesehen. Aber der Rest geht halt nicht. Und ich möchte nicht wissen, wie vielen das so geht. Ja. Okay. Keiner kann in die Zukunft schauen. Aber Altersarmut wird für immer mehr Menschen zum Thema werden. Denn so viel ist sicher. Die Rente ist ganz sicher nicht sicher.